Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play Together Monster Hunter World Iceborne. Ich bin der Manni, bei mir ist der Shadow. Moin, Ja, Ben. der hat sich gerade noch ein bisschen aufgehockt. Und wir haben uns überlegt, wir starten jetzt einfach mal bei mir in der Hut. Ja. Schön im Jacuzzi. Muss so. Ja, ich stehe schon auf. All race ready. Let's go. Stampf noch aus einen Rüstungsritzen, Alter. Ja, und wie man sieht, ich habe auch, wir beide haben jetzt inzwischen die Deko-Rüstung ausgezogen. Ab zurück nach Seliana. Yep, und ich muss dazu sagen, ich habe mir noch so ziemlich eine komplette neue Rüstung kurz zusammengefarmt vom Biotodus. Jo. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir den Namen richtig merken konnte. Ja. Oh mein Gott. Ich bin stolz auf dich. Shit, denn der Aufnahme funktioniert. Sie werden so schnell groß. Du wurdest mit der Untersuchung der und ich habe herausgefunden, dass meine Großschwerter zwischen Großschwerter-Äxte und noch einer Waffe, weiteren Waffenart wechseln, und zwar zu Sensen. Ja. Gut, bei mir, ich kriege ja gefühlt die Köpfe von den Monstern. Dann später. Ah, ich muss mich verbessern, Jan. Hm? Keine 900 Schaden, sondern 1003. Okay, sorry. Eieiei. 1003 ist dann schon krank. Und Korallen halt noch 600 Poké. Gift. Genau, heute werden wir es mit dem Korallen-Poké-Poké aufnehmen. Das heißt, ich werde jetzt in die Quest starten. Wird auch starten, hoffentlich noch vor mir, und sich dann schon mal die Cutscene anschauen. Ah. Der Poké, ja. Jo, der Poké. Ja. Oh. Obwohl ein Pucke, der mit Wasser speit, ich glaube, ich gehe mal mit Donner rein. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Hast recht. Ja, es ist ein Wasser-Pucke-Pucke. Also wird es Donner sein. Wenn nicht, bin ich sehr verwirrt. Ja. Yeah. Naja, auf jeden Fall kann man sich hier natürlich immer noch schön Seliana anschauen. Ach, das gute alte Selina. Und die gute, die gute Omi kocht uns jetzt noch was Schönes. Aber es gibt auch eine, mit den Aufzeichnungen, also mit den Bildern, von den Palikos, gibt es auch eine Aufzeichnung für, einen Palico hier in der Kantine in Seliana. Mhm. Weil einer hat wohl Schnupfen. Oh. Ja, und den soll man dann fotografieren, während er gerade niest. Ist es nicht ein bisschen böse? Hm. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, welcher von denen hier den Schnupfen hat. Ich würde mal sagen, der bei den... wie heißt's? Gewürzen. Weil ich meine, Pfeffer und Niesen, ja. Hm. Verstehe dich schon. Keine Sorge. So, die Dämmergrasknospen. Packen wir jetzt mal wieder zurück. Ich muss wieder Rationen mitnehmen. So. So, wo ist er denn? Der Pucke. Da ist der Tizi. Der gute Tizi. Hab die Katze gefunden. Passt perfekt. Das heißt, ich kann auch langsam aufsprechen, meinst du? Yep. Dann mal los. So, okay, es ist nicht gerade episch, wenn man in einer wassergeschützten Rüstung von einem Wasserstrahl abhaut. Das ist... well. Du müsstest eigentlich... ja, stimmt, deine Rüstung müsste eigentlich ziemlich gut gegen Wasser sein, oder? Im Moment 6 Punkte. Ja gut, okay.
Ich bin halt effektiv mehr gegen Eis resistent. Ich hab, glaube ich, 16. Macht auch Sinn beim Biotodus. Mhm. Naja, aber Eisschutz, glaube ich, ist hier nie so verkehrt. Ich meine, das erste Mal im Meisterrang auf einer alten Map. Dam, dam, da. Jo. Ach ja. Kelbyhörner. Einmal kurz abfarmen. Nein, diesmal spare ich mir den Jog, den habe ich schon mal gebracht. Hm? Bambi. Achso. Bitte nicht. Ich töte sie auch gar nicht mehr, die Kelbys. Ich schaue, dass ich meine Ulti mache, wodurch ihnen die Knochen brechen, die Hörner brechen, aber sie und sie nur bewusstlos werden können. Ja, immerhin, wa? Es sei denn, sie rennen weg. Hier irgendwo muss jetzt dann die Katze gleich sein. Oh, halt. Schleudermaterial immer mitnehmen. Sehr wichtig mittlerweile. Mhm. Bisher konnte man es liegen lassen, weil es eh noch nicht so viel gebracht hat, dass wir gegen die Wand knallen, aber jetzt bringt es doch schon um einiges mehr. Wenn man es richtig macht. Hallo Zizi. Nein, ich will mich nicht prügeln. Aber deinen Fußspuren nehme ich mit. Ah, okay. Kurzer Tipp, also halt, Kopf und Schwanz ist eh klar, aber er frisst nicht, wenn Räuber in der Nähe sind, weil er feige ist. Also ist wie der normale Pucke. Die kleinen terrorisiert er, die größeren kuscht er. Ah, und da ist die Katze. Er trinkt aus diesen komischen Pilzen. Die bestimmen eigentlich auch nur das Wasser. Okay, sein Schweiß ist jetzt ein Hochdruckreiniger. Hallo. Was sie in Aufruhr versetzt, in Verbindung. So, du kannst jetzt. Yep, bin schon am Fragen. Gegeneinander ausgespielt heißt die Quest. Okay. Interessant. Aber ihr habt ja Hochdruckreiniger als nervig. Na. Weil Herr 2, ein Kopf brechen. Oh, Zizi. Muss das sein? Blitze, Blitze, blank, oder wie? Mhm. Der macht wirklich alles, das ist blank, der. Aber ich denke mal, auch diese Version von Pookie wird im uralten Wald auftauchen können. Auch vermutlich. Wenn es ein Krallen-Pookie ist, aber. Naja. Ich persönlich muss sagen, haben wir mit Wasser weniger Probleme als wir mit Gift. Obwohl ich dazu sagen muss, probier, wenn du mal auf Gift. Also, Gift, das ist ein Pokémon sagen. Gift, die hier stößt, die Gegengiftjuwele aus. Wenn du ja, da Stufe 3 erreichst, dann wirst du gar nicht mehr vergiftet. Ist ja auch logisch, wenn es Gegengiftjuwel heißt. Irgendwo. Nee, aber ich meine nur, auf Stufe 2 bekommst du halt gerade mal so alle 10 Sekunden noch einen Tick. Also mal nicht vorsichtig sein. Wenn der Poké sich an die Pilze ranstellt, dann fängt er an zu trinken und dann nutzt er seinen Schweiß. Ah, ne, und dann würde er quasi eine Druckpumpe. Und hinterher ist sein Schweiß dann auch noch aufgepumpt. So oh ja. Hab's gesehen, hab's jetzt gesehen. Jetzt ist er wieder halbwegs leer.
Okay, das heißt, er muss sein Wasser immer wieder auffüllen. Das könnte ich sein aufmunitionieren. Hm. Ich muss kurz einmal drüber ziehen. Ach, verdammt, war nur die Schulter. Was war nur die Schulter? Ich hätte sonst jetzt nur den Kopf irgendwie hingehauen. Achso. Gegen die Koralle. Ja, da muss man gerade bei so kleinen Viechern gucken. Och komm, ey. Alter. What? Das ist ja. Pucki setzt Hydropumpe ein. Mhm. Aber eine nach der anderen, Alter. Alter, und jetzt dieser Move. Der dreht gerade richtig durch damit. Nice. So macht man das. Ja, schon gut. Soll ich jetzt den Schweif entfernen oder nicht? Ja, mach. Das wäre vielleicht besser. Ah, die Ohrköpfe. Jetzt verstehe ich, was du an den magst. Hm. Stimmt, du hast jetzt auch Stufe 5, ne? Yep. Ich habe durch den Hüftriemen endlich Stufe 5 gekriegt. Aber ich werde leider mit meiner Rüstung auf Bamboro gehen, also werde ich die dann auch wieder verlieren. Stufe 5. Ah, ich bin am überlegen, ob ich den Hüftriemen trotzdem behalte. Ja, Stufe 2 bringt dir nicht so viel. Der hat Stufe 2 und mein Talisman hat auch Stufe 2. Den Talisman ja, dann bringt schon behalten. Mehr. Und den Talisman werde ich demnächst, sobald wir ein bisschen höher mit dem Meisterrang sind, aufwerten. Na, theoretisch 3%, mit 3-5%iger Chance die Drachenkernerz für den kriegen. Aber später gibt es noch Quests. Da kriegt man ihn mit 13%iger Wahrscheinlichkeit als Belohnung. Ah. In den ganzen Spezialarenen und so weiter. Mhm. Aber dafür müssten wir halt Stufe 3 fest annehmen können. Haben wir den Schweif schon mal vorperfekt. Ah fuck, Schlafkröte. Gut, ich wurde nicht erwischt. Oh, Polumo ist da. Aber ein normaler. Gott sei Dank. Das wäre jetzt komisch. Ja, auch auf, das wär wenn der andere schon da wäre. Ja, das wäre echt komisch, wenn ein Nachtschattenvolumen jetzt auftauchen könnte. Nein, ich wollte keine Mega. Ich will schleifen, Mann! Ich will keine Mega abschleifen, ey. Kannst du den mal herlocken, den Puckel? Damit die nicht ganz verschwendet war. Die Bombe. Wow, das hat jetzt gebracht man ihn. Ja. Nimmt man einen Schuss in den Ofen. Damit kennt sich Team Rocket ja aus. Das war eigentlich auch immer wieder so ein Klassiker. Ja, inzwischen werden sie weggeschleudert und dann kommt Costurso. Dann kommt Costurso und nimmt sie mit nach Hause. Ah, shit, die Schulter. Na, bruh, schon wieder verlaufen. Warte, ich bin Schwertkämpfer, ich darf das. Du bist aber nicht Zorro. Das ist ein Unterschied. Ein Unterschied ich von zwei Schwertern. Ich weiß. Was?
zweitens mal, du hast Großschwerter. Zorro hat Katana. Das heißt, wenn, dann müsstest du mit Langschwert kämpfen. Wow. Vorsicht, dieser zweigespaltene Wasserstrahl kann einen vom... Tizi ist wieder da. Jo. War eben schon. Er blitzt Dings. Ha! Kommt nicht mit meinem Überkopfschlag retten. Jetzt kommt der Volumo noch. Oder wie? Jo. So wie es ausschaut. Ich weiß nicht, was ich treffe, aber ich treffe irgendwas ziemlich hart. Ja, ich auch. Weil ich stand ja gerade eben am Abgrund, hab meine Urknallkombo gemacht und einen Volumo und einen Puckel getroffen. Also, au. Diese Wasserbomben tun weh. Der Hochdruckreiniger. Mhm. Die könnte man halt echt die Folge nennen. Mach mal. Ah, bin drauf. Ich gehe so in meiner Feld. Ja. Ich versuche die hier mal so ein bisschen in der Nähe zu halten, ne? Ja, nee, ich nutze die Zeit zu schleifen. Ah, guck dir schon mal seinen Puls an, Alter. Mhm. Okay, wow. Ja, ist einfach so gefallen. Eigentlich dürfte der Schweif nicht mehr lange mitmachen. Mhm. Au. Weißt du? Fähigkeit, latente Kraft wurde aktiviert. Latente, Höchstmacht wurde aktiviert. Du hast immer noch latente Kraft? Durch. Meine Armschienen. Ah. Lass und die ich habe noch. Drin, Alter, weil latente Kraft hilft dir ja übel. Ja, und ich habe noch ein Juwel. Was ja, Mann, ich habe das Drachenkernerz. Oh mein Gott. Nice. Perfekt. Damit habe ich meinen Stufe 3 Talisman. Passt doch. Jo. Direkt erstmal von der Liste gestrichen. Jetzt steht nur noch, stehen nur noch drei Lunastra Sachen drauf. Viel Spaß. Werde ich nicht haben. Ich weiß. Aber danke. Trotzdem viel Spaß. Du bist ein Arschloch manchmal. Manchmal? Fast immer, aber. Du wolltest jetzt nichts so offensichtlich sagen. Ja. Ey, dieser scheiß Hochdruckreiniger. Wow. Ich habe mich kaum geheilt, kommt die nächste Seite. Irgendwas haben wir umgeworfen. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass man eben von ihm den Schweiz nicht abbringen kann, weil er den so gut so oft nutzt, dass es dasselbe Prinzip wird wie beim Tobi. Naja, Tobi, dann kann man immer brechen. Wir haben den Ding noch nicht mal gebrochen. So. Jetzt bin ich auf ihm und häng schon am Schweif. Nice. Ich führe noch mal kurz Tränke auf, die sind jetzt ausgegangen. Mach das. Er geht schon mal zu Boden. Perfekt. Na, verdammt, hab's Timing verkackt.
Welches Timing? Beim Großschwert, das Aufladen braucht Timing. Dann kannst du die Angriffe gut doppelt so stark machen. Und der droppt schon das erste Rote. Perfekt. Da macht er ja nicht mehr lang mit. Oh, das sah gerade eben kurz so aus, als hätte ich durch einen Schlag auf seinen Arsch das bewirkt. Ja, das war. Jetzt ist der Schweif ab. Nice, also geht's doch. Wie macht er jetzt noch seinen Hochdruck? Braucht nur ein bisschen Arbeit. Wie macht er jetzt noch seinen Hochdruckreiniger? Vermutlich seltener. Und vielleicht auch nicht mehr so konzentriert. Shotgun Mode. Korallen, Pucke, Pucke, Peitsche. Bei mir auch. Das ist ein Name. Das ist ein Name. Jo. Naja, Schweif. Und der Zizi nimmt die Verfolgung auf. Ja gut, sie konnten halt nicht mehr Schwanz nennen. Aber sonst hätte man ja auch vom obwohl nee, halt hochrangig gibt's ja nicht, ne? Aber sie haben jetzt ja generell die Schwänze in Peitschen gemacht. Ja. Ups, sorry, Zizi. Die hat nicht so im Weg rum. Aber ich finde es auch cool, dass sie hier, dass sie jetzt Ding sind. Oh nein, oh nein. Was? Puh, das war knapp. Ich finde es cool, dass sie. Dass die Schuppen jetzt Scherben sind. Das hat was. Jetzt muss ich sagen, das ist bei manchen ein bisschen wild. Ja, gut, bei manchen. Gut, beim Uragan und beim Radoban macht es keinen Sinn. Dass sie Scherben haben. Ja, das zweite rote, wenn nicht das dritte. Weil immerhin haben das, das macht er nur noch mit dem Kopf. Ja. Wenn wir den jetzt auch noch brechen können. Bin dabei. Man merkt, du hast dich an Zwandklatschen gewöhnt. Nee. Das ist, wenn man Großschwert spielt, glaube ich, sieht man das so gut, dass man auf seine Chance wartet. Und gleich liegt er wieder. Jetzt will er abhauen. Lass mal ihn rennen. Dann finden wir wenigstens mal sein Nest raus. Sicher? Ich denke sogar, der wird da pennen, wo der Odo immer pennt. In der Schlucht. Der Odo pennt woanders. Der pennt selten in der Schlucht sogar. Keine Ahnung, ich habe mich mit dem Vieh nicht nur an. Der Udo pennt im Normalfall auf den Pilzen. Auf den großen blauen. Ah, aber da wo man ihm jetzt begegnet ist. Oder doch, doch, da wird der Pucke hin. Ist ja auch realistisch bei ihm, dass er da pennt. Ich meine, das ist seine Nahrungsquelle. Nicht cool, Pucke. Ey. Lass doch den Namen Zizi. Nö. Flash. I did back in the flash. Ah shit, der hat rot. War halt so. Wow.
Weißt du, beim Zurückgehen für den letzten Schlag erwischt er mich dann, weil ich dann in seinen Schlag gehe. In seinem Strahl. Klar. Neues. Und damit ein Schädel gebrochen. Die Flügel sind auch schon hinüber, zumindest einer. Mhm. Wow, der Pucke guckt sich um für seinen Schweifschlag und leitet damit seinen Kopf immer in die Urteil-Kombo rein. Ja, also ziemlich alles an ihm ist hinüber. Hm. Ein Flügel noch. Kann man von ihm eigentlich auf Boden. Vielleicht kann man von ihm auch die Beine brechen. Nee, ich glaube die Beine nicht. So geht's auch. Das hab ich auch noch nie geschafft. Lass uns nach Astera zurückkehren und die nächste. Daten gesammelt. Nice. Friday, du hast gute Arbeit geleistet. Hm. Sie ist halt schon irgendwie irgendwo so ein bisschen soziopathisch. Oder? Findest du? Also gefühllos. Ja, aber kurz sagen, wie kommst du da drauf? Ah, hier sind noch ein paar Federn. Ja, hab ich schon gesammelt. Sie macht einen auf Sherlock, sie ist ein hochfunktionaler Soziopath. Aber ich bin zufrieden mit der Ausbeute. Mhm. Also diese Ich kann gut sein. Ich sehe sie gerade nicht. Aber weißt du, im normalen Spiel habe ich die Weiber an jeder Stelle nie bekommen. Und jetzt bei 3 Quests, 3 hintereinander. Ja, seltener Weiber in Edelstein. Uralter Feenstein, Rustklaue und Poké-Poké-Beutel. Rein Poké-Poké-Beutel ist okay. Und ein Dauerjuwel. Kraft ausweichen Juwel. Kräftigen und Unverwundbarkeit. Nice. Nice. Und wir sind jetzt Meisterrang 5. Stabil. Jo. Du und, auch? Oder? Ja, ich auch. Geil. Und es gibt in unserem Raum neue Einrichtungsgegenstände. Yay. Ich will noch zum Innenarchitekten. Bist du das nicht schon? So ein Halb, so ein Hobby. Na gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn wir es mit dem. Aber warte, hernach kommt noch ein Gespräch. Achso, unwahrscheinlich, ja, aber. Nö. Nee. Noch eine kommt nicht. Hätte es sein können. Nee, es kommt wahrscheinlich dann nach dem Nachtschattenpucke. Puluma. Ei. Wir haben's kapiert. Sorry. Naja, schauen wir erstmal zum Ökologen, was der zu unseren Ergebnissen sagt. Genau. Vizechef Öko. Und ich habe mal Stufe 0. Ich glaube ich auch, weil ich habe mir hat er nur gesagt Bambaro und okay, der Biotodus hat gar keinen Edelstein. Ah doch, großen Weibern Edelstein, okay. Genauso wie der Bambaro. Ja, ich habe auch noch auf Stufe 0. Ach, der Bambaro. Es wird auch noch lustig mit dem. Ja. Der kann ja wohl überall auftreten. Zumindest habe ich ihn in der Schnurrtrupp-Safari bei fast überall schon gesehen. Interessant, interessant. Ich kann gleich mal kurz in den Jägernotizen nachschauen. Aber weißt du, was jetzt sein könnte? Dass uns der Korallenpuckel einen neuen Wasserbaum gibt. Das kann sein. Ich kann gleich mal nachschauen. Bambaro. Ja, überall.
Der Bamboro kommt überall vor. Vom uralten Wald bis zur Raureifweite. Aber gut, dann sehen wir Okay. So, nehmen mein Wasserelement Baum. So, für den brauche ich dann die Puckelteile. Okay. Ja, ich schau mal bei mir nach. Servus, junger Schmied. So. Obwohl ich halt auch schon wieder sagen muss, 1056 Schaden, weiße Schärfe, 0 Affinität, 480 Wasser, ein mittlerer und ein kleiner Juwelenslot. Ja, ich brauche dann auch das Korallenpokézeug. Okay. Ah, das ist dann wahrscheinlich für den... Für den Biotodus. So heißt das Vieh. Oh wow, das war so klar. Dreimal darfst du raten, wie mein Pucke Wasserhammer ausschaut. Wie eine orange Blüte. Ja. Jo, ah, gut. Wenn man hin war. Jo, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Bye bye.